die zwei kommenden Beiträge. Zunächst der Beitrag von Stefan Emminger. Stefan Emminger studierte Geschichte und deutsche Philologie an der Universität Wien. Er ist jetzt Leiter seit jetzt länger des Referats Zeitgeschichte im Niederösterreichischen Landesarchiv und Kurator zeithistorischer Ausstellungen. Er ist ein großer, ausgewiesener Experte der Phase des Austrofaschismus und unter anderem und insbesondere aus dem Bereich des, der Geschichte des Gewerbes. Ich darf an seine Monographie erinnern, 2005, über das Gewerbe in Österreich 30 bis 38, aber auch spätere, jüngste Publikationen, also 2013 in einem gemeinsamen Sammelband, also zu den Handelskammern und zu dem Thema, also zu dem Thema der heutigen Veranstaltung 2008, hat er zum Thema Antisemitismus im Gewerbe einen Artikel in dem großen Sammelband von Gertrude Endele-Bozle und Ilse Reiter-Zeitlokal publiziert. Ich darf auch erwähnen, dass er sich auch sehr intensiv mit der Regionalgeschichte Niederösterreichs befasst. Und es ist vor einigen Jahren ein Zusammenband zu St. Pölten zwischen den Kriegen veröffentlicht worden. Und jetzt kommt sehr bald eine sehr breite Studie zu Niederösterreich im Nationalsozialismus heraus. Wir freuen uns auf seinen Beitrag zum Thema Am rechten Rand, katholisch-nationale in CV und Bund Neuland. Danke. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Danke auch für die Einladung. Wir sind ein bisschen hinten mit der Zeit. Trotzdem werde ich versuchen, Ihnen einen möglichst umfassenden Überblick über mein Thema zu geben. Es wird hier jetzt nämlich gehen um die sogenannten Brückenbauer, um die sogenannten katholisch-nationalen, über die schon relativ viel bekannt ist, auch geforscht worden ist. Wir verbinden damit jetzt bekannte Namen, wie die heute schon genannten Gles Horstenau, Hans Eibel, Heinrich Srubik, und dem Bischof Alois Hudal natürlich ganz besonders, um die geht es aber nicht heute, sondern es geht um die jüngere Generation dieser katholisch-deutsch-nationalen, eine Generation, die um die Jahrhundertwende 1900 ist hier gemeint, geboren worden sind und die sich dann im 1921 geschaffenen Bund Neuland gesammelt haben, beziehungsweise in dessen Umfeld, und da spielen eben die von dir angesprochenen rechten CVer eine Rolle, aktiv waren. Gleich am Anfang möchte ich jetzt noch ein paar Begriffsklärungen vornehmen. Die Begriffe Brückenbauer und katholisch-nationale sind ja aus der Zeit genommen und als analytische Begriffe eigentlich nicht gut brauchbar, weil katholisch-national heißt natürlich katholisch-deutsch-national zum einen und Brückenbauer ist ebenfalls nicht immer zutreffend, weil es bei diesen Bemühungen, Brücken zu bauen, nicht immer um einen Ausgleich bzw. um eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von Katholiken und Nationalsozialismus gegangen ist, sondern oft auch nur um einen größeren politischen Bewegungsraum für die Nationalsozialisten. Das muss man sich auch dann immer im Einzelfall anschauen. Im Folgenden möchte ich jetzt zu Ihnen über die Netzwerke von Neuland sprechen, Bund Neuland ein bisschen vorstellen am Anfang, und zwar Netzwerke jetzt über die politischen Zäsuren 1938, 1945 hinweg, also mein Zeitraum ist wirklich bis in die Mitte der 1960er Jahre hinein. Neuland ist jetzt kein, auch das ist wichtig am Anfang zu betonen, kein monolithischer Block, der geht nicht auf im katholisch-nationalen, deutsch-nationalen Spektrum, sondern da gibt es auch eine Richtung zum Beispiel, die sich stark um die religiösen Sozialisten bemüht. Da gibt es einen Michael Pfliegler, der hier aktiv ist und so weiter. Ich rede allerdings jetzt nur eher über diese Gruppe der rechten Neuländer, die aber an der Spitze von Neuland gestanden hat in den 30er Jahren und die in den 30er Jahren auch relativ bedeutsam gewesen ist. Am Beginn der Karriere von diesen
jüngeren katholisch-deutsch-nationalen steht der Christlich-Deutsche Studentenbund. Dollfuß ist ganz am Anfang auch dort aufgetreten, hat dann aber dort weniger Rolle gespielt. Mittelschüler und junge Studierende haben diesen Studentenbund gegründet, und ganz zentral wichtig, ein Hauptinitiator war dieser Mann, das war der Studentenseelsorger Karl Rudolf, der sich hier besonders bemüht hat. Der Studentenbund, der Christlich-Deutsche, war ein Gegengewicht zum Deutschnationalen Mittelschülerbund bzw. zu sozialdemokratischen Organisationen. Das katholische Lager sozusagen hat hier nachgezogen. Ich kann es kurz machen. Der Christlich-Deutsche Studentenbund war natürlich antiliberal, er war antisemitisch und so weiter. Und diese älteren Mitglieder des Christlich-Deutschen Studentenbundes, die gründen dann 1921 schon den Bund Neuland. Neuland ist anders als der Christlich-Deutsche Studentenbund. Neuland ist ein Teil der Jugendbewegung. Neuland bemüht sich um eine jugendgemäße Lebensform. Neuland ist kein Verein, sondern Neuland ist eine Lebensform. Und die Bindung der Mitglieder an diese Institution, an diesen Bund ist sehr, sehr eng. Und die Bindung auch zu Karl Rudolf und andere Kleriker in dem Bund, sie ist eben sehr, sehr intensiv. Wichtig ist noch, und da habe ich kein Bild gefunden, die führende Funktion bzw. die führende Persönlichkeit in Neuland ist Anton Böhm, ein Journalist später dann, der als 17-jähriger Gymnasiast in Wien Neuland vorstehen wird und das dann bis 1938 bleiben wird, der Neuland prägen wird, zu einer zentralen Figur der katholisch-deutsch-nationalen Szene wird. Damals schon dabei seine guten Freunde Taras Buratajkiewicz, 2 Jahre älter, und ein weiterer sehr guter Freund, auch schon aus Gymnasialzeiten, Franz Hieronymus Riedl, über den wir noch einiges auch hören werden. Das Neuland nach dem bündischen System, sozusagen jugendkulturellen System, funktioniert, habe ich schon gesagt. Wichtig für Neuland waren auch Naturverbundenheit, also das, was wir auch von Wandervogel und so weiter anderen Bewegungen kennen. Kapitalismuskritik gab es auch und eine Betonung des Volkstums. Neuland steht auch den politischen Parteien sehr, sehr kritisch gegenüber, auch der Christlich-Sozialen Partei. Und was sehr wichtig ist zum Verständnis innerhalb des Christlich-Sozialen Lagers, ist auch, dass Neuland in Konkurrenz steht zum CV. Der CV fischt nämlich in dem gleichen Gewässer wie Neuland in der intellektuellen Schicht der Katholiken. Und deswegen gab es eigentlich von Anfang an mit dem CV immer wieder Reibereien. Trotzdem hat es CVer gegeben, die Neuland zugeneigt haben, wenn sie auch nicht beigetreten sind. Und so ein Zusammenschluss ist dieser Volksdeutsche Arbeitskreis österreichischer Katholiken. Wir sehen nämlich, dass seit 1927, vorher hat sich Neuland nicht besonders um Politik gekümmert, wie gesagt, hat es abgelehnt, aber wir sehen jetzt eine Politisierung in der Phase. Zunächst eine Hinwendung zur Heimwehr, weil die Heimwehr ebenfalls so getan hat, als wäre sie keine Partei, sondern das Ganze im Sinn hat und so weiter. Und Neuland Anfang der 30er Jahre bildet sich dort in Neuland und in seinem Umfeld dieser Arbeitskreis, der mit einem völkisch-staatlichen Programm zur Neugestaltung des Staates an die Öffentlichkeit tritt, in die Reichspost geht, wie hier Franz Riedl, der dort dieses Programm vorstellt. Auch das Programm ist kurz erklärt. Es sammelt die ganzen Antipositionen, die man in diesem Lager kennt. Also antiliberal, antimarxistisch, antisemitisch, antiparlamentarisch. Von der Demokratie halten die Neuländer nichts. Sie propagieren eher so ein Modell eines Hierarchismus mit einer starken Führerorientierung, so wie es eben auch von der geistlichen Führerpersönlichkeit Karl Rudolf auch gewohnt sind. Warum werden die überhaupt bedeutend? Man kann ja mit allerhand Programmen an die Öffentlichkeit treten. Es ist so, dass Neuland
mit diesen Ideen in der katholischen Kirche jetzt eine katholische Aktion zu machen, die ja eine Art Disziplinierungsstrategie der kirchlichen Hierarchie gegenüber den katholischen Vereinen war, da hat man sich auch stark auf Neuland gestützt und der frisch gebackene Wiener Kardinal Theodor Innitzer hat auf Neuland gesetzt und Neuland stark auch protegiert. Neuland spielt dann beim dem großen Ereignis der 30er Jahre in der katholischen Szene die Hauptrolle, nämlich beim Deutschen Katholikentag in Wien. Borodajkiewicz wird Sekretär, Anton Böhm gilt als der Vordenker des Katholikentages. Und die anderen, die katholischen Vereine, die traditionellen Vereine, von denen es jetzt ja sehr, sehr viele gibt, die werden in den Hintergrund gerückt. Neuland hat darüber hinaus, und daher kommt auch seine Bedeutung, zu der größten katholisch-rechtskonservativen Wochenzeitschrift Schönere Zukunft sehr, sehr gute Beziehungen und schreiben immer wieder Neuländer in dieser Zeitschrift, und da komme ich dann auch noch kurz drauf zu sprechen. Wer waren jetzt die Mitglieder dieser Truppe der volksdeutschen Katholiken aus Neuland und rechten CVern? Da haben wir natürlich den Priester Karl Rudolf, den Obmann Anton Böhm, den Journalisten Franz Hieronymus Riedl, dann einen Universitätsassistenten und Protégé von Oswald Mengin, den Fritz Flohr, der relativ wichtig ist. Und dieser Flohr ist auch in der niederösterreichischen Heimwehr als Scharfmacher aufgetreten, stark für ein faschistisches Programm der Heimwehren eingetreten. Wir finden drinnen auch den Historiker und Archivar Karl Lechner, der dann lange Jahre das niederösterreichische Landesarchiv geleitet hat. Dann haben wir auch noch rechte CVer, wie Wilhelm Wolf zum Beispiel, der später dann Außenminister im Anschlusskabinett wird. Wir haben den Srpik-Schüler und Sekretär des Katholikentags, ich habe schon erwähnt, Borodajkiewicz. Wir haben den wissenschaftlichen Sekretär von Karl Gottfried Kugelmann, Theodor Feiter, ebenfalls ein CVer, den Historiker Ernst Klebel oder den katholischen Studentenführer Josef Klaus, später Bundeskanzler. Ich lasse jetzt die Publikationen aus, damit wir da nicht in Zeitnot geraten. Wichtiger sind mir jetzt die Verbindungslinien zur NSDAP. Wir sehen, dass führende Mitglieder des Bundesneuland sich schon recht früh um Verbindungen zu den Nationalsozialisten bemüht haben. Der Obmann, ganz oben fängt es an mit Anton Böhm, der schreibt dann voll im Eindruck der Machtergreifung der Nationalsozialisten stehend 1933, dass sich die christlich-sozialen, jetzt Zitat, um neue Koalitionsgenossen umsehen müssten, wenn sie weiterhin regieren wollten. Es werden nur die Nationalsozialisten sein können, der Weg nach links ist verrammelt. Das Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland rechtfertigt er als nationales Notwehrrecht, und zwei Monate später, also Mitte 1933, tritt Anton Böhm schon der NSDAP bei. Auch andere Mitglieder von dieser Gruppe der volksdeutschen Katholiken, die schließen sich der NSDAP schon in dieser frühen Phase an, 33, 34, wie Fritz Flohr, den ich schon erwähnt habe, Theodor Feiter, Franz Riedl, Ernst Klebel, Borodajkiewicz auch, Franz Reder und Walter Ternig. Die werde ich alle noch irgendwie ein bisschen näher dann kurz erwähnen. Und Wilhelm Wolf als hochrangiger Beamter des Unterrichtsministeriums ist vorsichtiger, der wagt diesen Schritt erst dann Anfang 38, also knapp vor dem Anschluss. Was machen diese Kollaborateure von Neuland jetzt in der Illegalität für die Nationalsozialisten, für Großdeutschland? Am exponiertesten ist sicherlich jetzt der Neuländer Fritz Flohr, der schon ab Herbst 1935 ein enger Mitarbeiter von Seyß-Inquart im NS-Nachrichtendienst wird. Dann
nach dem Juli-Abkommen, als sich die Nationalsozialisten noch mehr bewegen können, gibt er die alpenländische Korrespondenz, also das Sprachrohr von Seyß-Inquart, heraus. Anton Böhm wiederum ist sehr aktiv in der schöneren Zukunft tätig, als die rechte Hand von Josef Eberle und zuständig für die Deutschlandkontakte, die für Eberle besonders wichtig sind, weil er dort sein Hauptabsatzgebiet hat. Die schönere Zukunft kann auch im nationalsozialistischen Deutschland erscheinen. Und Anton Böhm ist hier derjenige, der das möglich macht. Böhm hat auch sehr, sehr gute Kontakte zu Franz von Papen, zum Sonderbevollmächtigten Hitlers in Wien. Er ist häufiger Gast in der deutschen Gesandtschaft in Wien, wie übrigens auch Wilhelm Wolff oder teilweise wenigstens Borodajkiewicz. Der Anschluss 38, das ist sozusagen dann die große Zeit dieser rechten Neuländer und rechten CVer. Da spielen sie eine kurze Phase lang die wichtigste Rolle, während andere Neuländer wie zum Beispiel Felix Hurdes und später dann auch Lois Weinberger ins KZ kommen, machen die Rechten oder manche rechten Neuländer Karriere. Der Neuland sehr nahestehende Wilhelm Wolff, ein CVer, der wird der Außenminister, habe ich schon erwähnt. Der Neuländer Fritz Flohr rückt jetzt ganz offiziell in den Stab vom Reichsstatthalter Seyß-Inquart auf. Und Riedel, wie auch Anton Böhm, werden nacheinander Kommissare bei der Liquidierung der christlich-sozialen Reichspost und bei der Nazifizierung des Herold-Verlages, der ja der Kirche gehört. Und der vorher schon erwähnte rechte CVer Walter Ternig, der wird für die Liquidierung der Vaterländischen Front zuständig. Also durchaus wichtige Positionen. Wir springen aber jetzt trotzdem über die NS-Zeit weg in die unmittelbare Zeit nach dem Nationalsozialismus, nach 1945. Da wird von den jetzt genannten Proponenten von Neuland eigentlich nur Anton Böhm verhaftet, der sitzt aber doch 16 Monate lang dann im US-amerikanischen Internierungslager Glasenbach bei Salzburg. Und bei seiner Entnazifizierung, da funktioniert das Netzwerk von Neuland wieder sehr gut. Interessanterweise der KZ-Häftling Lois Weinberger ist es, der sich gemeinsam mit den Neulandpriestern Karl Rudolf, Michael Pfliegler, eher dem linken Flügel angehörig, und Otto Mauer, vielleicht bekannt als großer Kunstförderer, die alle sind bei Neuland und sie setzen sich für Anton Böhm ein, stellen ihm Persilscheine aus. Otto Mauer tut noch mehr, gemeinsam mit einem weiteren Neuländer, der noch jünger ist, mit Otto Schulmeister, späterer Chefredakteur der Presse, die verschaffen dem Anton Böhm auch einen Verdienst, einen Job bei der Zeitschrift, bei der katholischen Zeitschrift, Kulturzeitschrift Wort und Wahrheit, ausgerechnet die Zeitschrift, wo in den 60er Jahren Erika Weinzierl ihre bahnbrechenden Forschungen zu Katholizismus und Nationalsozialismus publiziert. Anton Böhm kann aber dann sich doch nicht so richtig etablieren in Österreich, er wechselt dann nach Deutschland und kommt zur konservativ-katholischen, zu sehr kämpferischen Zeitschrift Rheinischer Merkur, wo er die Gunst von Konrad Adenauer genießt. Böhm hat sich aber immerhin in den 50er Jahren öffentlich vom Nationalsozialismus distanziert. Andere haben das nicht gemacht. Sein Freund Franz Hieronymus Riedel, der hat sich überhaupt nach Südtirol abgesetzt und hat sich dort als Fluchthelfer für behördlich gesuchte NS-Täter betätigt. Riedel wird tatsächlich ein wichtiges Glied dieser viel zitierten Rattenlinie. Er ist schon seit 1948 auch über katholische Vermittlung bei der katholisch-konservativen Zeitung Dolomiten beschäftigt. Und er ist es, der die Kontakte der Flüchtlinge, der nationalsozialistischen Flüchtlinge zu Hudal herstellt, auf der einen Seite und zu anderen kirchlichen Kreisen in Österreich und Italien auch. Ein prominenter Schützling von Riedel ist etwa der SS-Sturmbahnführer Otto Gustav Wächter, wo es jetzt vor kurzem ja dieses Buch von Philipp Sainz auch gegeben hat. Wächter kennt Riedel übrigens schon aus den 30er Jahren aus dem Deutschen Club in Wien, währenddessen Anton Böhm höchstwahrscheinlich kein Mitglied des Deutschen Clubs
gewesen ist. Riedl wird dann Anfang der 60er Jahre, wird dann Anfang der 60er Jahre ausgewiesen aus Italien, weil er sich NS-freundlich in den Dolomiten geäußert hat. Letzter Protagonist, Brodajkiewicz, der bleibt politisch hochaktiv, nach 1945 war nie inhaftiert und er kann sich, wie er selbst sagt, auf kirchlichen Kreise verlassen, die sich für ihn einsetzen. Er kommt zunächst als Verlagslektor unter, aber sein Lebensprojekt ist weiterhin die Verständigung sozusagen katholisch-konservativer mit rechten, rechtsextremen Kreisen. Wir sehen ihn praktisch bei allen Projekten 1949 in Oberweis, bei diesen Gesprächen zwischen ÖVP und ehemaligen Nationalsozialisten. 1954 kandidiert er selbst für den Wiener VDU und seit Anfang der 50er Jahre ist er Teil des sogenannten Enstaler Kreises, wie er in seiner privaten Korrespondenz selbst sagt, eine Runde von 80% ehemaligen Nazis und Nationalen und 20% vernünftigen und deutschbewussten ÖVPlern, denn auch solche gibt es, wie er an seinen Freund Ernst Klebel schreibt. Er ist auch beim neuen Club, ich kürze jetzt ein bisschen ab, wie auch Riedl übrigens, und vom Karrieresprung zur Professur an der Hochschule für Welthandel wissen Sie ohnehin. Das Resümee in 4, 5 Punkten. Wichtig ist jetzt am Schluss festzuhalten, dass sich auch diese jungen katholisch-deutsch-nationalen nie mit der Ersten Republik haben anfreunden können. Warum? Also neben dieser gesamtdeutschen Reichsvision sind es dann vor allem die Ablehnung der Parteiendemokratie und die Idee einer deutschen Volksgemeinschaft, die attraktiv wirken für diese jungen Menschen, die aus der Jugendbewegung kommen. Zweiter Punkt, diese jungen katholisch-deutsch-nationalen sind keine Unterstützer des sogenannten österreichischen Ständestaates. Sie stehen in Opposition zum Regime Dollfuß-Schuschnigg und zum CV als dessen Funktionselite. Drittens, die Erfahrung des Nationalsozialismus, und das ist interessant, die spaltet natürlich auch Neuland in Opfer und Täter. Das tut aber der Loyalität nach 1945 offenbar keinen Abbruch. KZ-Häftlinge setzen sich für Nationalsozialisten ein, weil sie Neuländer sind. Ja. Der Bund Neuland, auch ein Priester wie Otto Mauer, der mit Predigtverbot belegt war, der öfter inhaftiert war, setzen sich massiv für eine sehr rasche Wiedereingliederung der ehemaligen Nationalsozialisten in die Gesellschaft ein, kritisieren die Verbotsgesetze und so weiter. Der gemeinsame Antikommunismus und der beginnende Kalte Krieg spielen hier sicher eine Rolle. Letzter Punkt. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun kann es natürlich vor diesem Hintergrund kaum kommen. Böhm ist da ein bisschen eine Ausnahme, bleibt aber seinen gesamtdeutschen Vorstellungen weiterhin treu. Mitunter haben diese Leute, so wie wir am Beispiel Brodajkiewicz gesehen haben, ganz bewusst gegen die sogenannten 45er agitiert und insbesondere nach der Ablöse Fiegels, KZ-Häftling eben, und nach dem Abzug der Alliierten aus Österreich haben sie dafür ziemlich gute politische Rahmenbedingungen vorgefunden. Und dieses deutschnationale Backlash, das dauert dann noch ungefähr bis Mitte der 60er Jahre. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, war natürlich selber lange, es tut mir leid, aber ich habe es durchgebracht. Vielen Dank.